Ich war wirklich sehr beeindruckt davon, dass so viele Leute den Weg hierher gefunden haben, sich für das Thema interessieren. Es war ein sehr fachkundiges Publikum und ganz offensichtlich auch eine sehr gut organisierte und vorbereitete Veranstaltung. Es ist ganz wichtig, dass wir im Westen mehr über Nordkorea erfahren, auch mit Nordkorea kooperieren, um über das Land lernen zu können. Und die Friedrich-Naumann-Stiftung hat dabei eine Pionierrolle gespielt. Es war die erste deutsche Stiftung, die diesen Weg gegangen ist, diesen schweren Weg, hat sozusagen den Weg auch geebnet für viele, die nachgefolgt sind und hat damit also eine ganz entscheidende Rolle wahrgenommen. Die Erfahrung mit der DDR zeigt, dass Wandel durch Annäherung ein Rezept ist, das damals funktioniert hat und das auch jetzt funktionieren wird. Zentrale Planwirtschaft verlachen wir immer. Wir sollten also auch keine zentrale Planung des Wandels in Nordkorea vornehmen, sondern ruhig mal auf die eigenen Gesetzmäßigkeiten vertrauen. Die wirken in Nordkorea genauso. Also Offenheit, Kooperation und darauf bauen, dass das im Laufe der Zeit seine Wirkung entfalten wird.